Hallo, heute sind wir in Duisburg. Die haben ihre festen Kotplätze. Also dieser Bulle, der hat auch die Eigenart, der kotet niemals in seinen Innenstall. Der ist absolut stubenrein, kann man sagen. Also wenn wir morgens kommen, das erste, was wir machen, einmal kurz raus auf der Freianlage, jetzt im Sommer sowieso, da kann er ja sofort draußen bleiben. Im Winter, wenn Frost ist, wird er dann auch kurz rausgebracht, dann kann er sich lösen draußen und dann darf er wieder rein, ne, und dann, wenn es dann ein bisschen milder wird, so um 9:30 da war dann auf der Freianlage, da muss man immer gucken, mal, wie ist die Wetterlage, ne, wie viel Frost ist da. Man muss ja ein bisschen aufpassen. Aber er hat die Angewohnheit, er macht nicht im Innenstall. Und wie gesagt, die haben alle so feste Kotplätze, sieht man auch immer an derselben Stelle, koten die. Und draußen in der Natur machen die das genauso. Die haben ihr gewisses Revier und da haben die ihre Plätze, die suchen sie auch immer wieder auf. Da koten sie ab, wenn dann andere Nashörner kommen, die riechen dann ganz genau, der ist da, ist der und der. Man kennt sich untereinander. Wie zum Beispiel hier so ein Pferd, das, wo es steht und läuft, immer küttelt er ab. Das ist dem egal. Aber Nashorn macht immer ihren eigenen Kotplatz, so suchen die auf. Und er hat natürlich diesen Platz da ausgesucht. Unsere alten Nashörner haben hier vorne immer, da ist so eine kleine Betonplatte, so eine Rundung, die haben immer da drauf gekotet. Aber der hatte von Anfang an hat geweigert, da will ich nicht, da waren die anderen drauf. Das ist nicht sein Kotplatz. Er hat da unten die Kuhle da ausgesucht. Und dann wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie einfach in die Kommentare. Damit ihr kein Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.